Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3. Die Gründung von Dota. Glanz und Glorie, Akt 3. Ich weiß es nicht. Jedenfalls das letzte Level. Heute dieses wird höchstwahrscheinlich auch der letzte Part sein. Ja. Und ich würde dann mal sagen, kümmern wir uns um den Admiral. Darum, dass unsere kleinen Dörfer hier immer weiter Soldaten schicken. Jagt sie raus. Da schicken wir nochmal so eine Schockwelle rein. Wir können ja mal das angreifen. Da kommen nicht so viele Einheiten hinterher. Und unsere Soldaten können uns besser helfen bei den Türmen. Die werden natürlich durch die Türme und den Elite-Soldaten aufgehalten. Die hier nur durch die Türme und Soldaten und wir durch alles Mögliche. Haben wir jetzt schon wieder. Oh, der soll diesen scheiß Turm angreifen. Meine Fresse, ey. Es ist doch scheißegal. Ich sag euch, ihr sollt diesen Turm angreifen, diese Kaserne angreifen. Keine Soldaten, die nichts machen. Die können euch nicht mal kratzen mit den Schwertern. Ganz ehrlich, sorry. So. Das war der letzte Turm. Beziehungsweise hier ist noch einer, aber... Und da ist noch einer. Und dann halt noch die letzten Türme von Admiral Kraut... Moore. Und das war's. Die beiden letzten Türme töten wir noch und dann geht's. Stellen wir uns mal hier hin. Oh mein Gott, 146. Elite-Wächter des Admirals. The fuck? Warum so stark? Oh mein Gott, Kern ist der erste, der Stufe 15 wird. Hätte ich nicht gedacht. Vorkan ist der zweite, der die Hauptstufe erreicht. Wird Rexa oder der gute... Okay, Rexa bitte. Rexa wird der nächste. Ja, und Rexa ist Stufe ab. Stufe ab ist er. Eine Stufe auf. Nun denn, töten wir den letzten Turm. Oh Gott, hier ist schon, wie die immer angerannt kommen, ist ehrlich. Natürlich, diese Elite-Soldaten töten alle Orks mit ein paar Schlägen, aber es macht schon was her, wenn die alle angerannt kommen. Oh, sie machen den fast damit. Wenn er da mal die Seelenkugel benutzt. Huiuiui.
der Pirat. So. Dann töten wir mal die Elitekrieger des Admirals. Mit Fangzähnen und Klauen. Ja, ihr könnt hier angreifen. Oh, dann zieht euch dahin zurück und greift sie jetzt an. So, war das jetzt so schwer? Ihr Ork seid klüger, als ich in Erinnerung habe. Ich dachte, ihr Wilden hättet euch längst gegenseitig niedergemetzelt. Dies ist nicht die Horde, die ihr noch kennt, alter Mann. Wir interessieren uns nicht für Eroberung oder Mord. Die Sünden unserer Vorfahren haben wir mit Blut bezahlt. An euer Blut, Völkermord, Sühnenorg. Eure Horde hat bei ihrem Sturm über Stormwind und Lordaeron zahllose Unschuldige getötet. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt das alles einfach beiseite fegen und euch so leicht von der Schuld reinwaschen? Nein! Eure Art wird sich niemals ändern und ich werde immer gegen euch kämpfen. Eure Art wird sich niemals ändern. Wie war das doch ist? Wie wahr das ist, wenn man Garfa spielt. Und was Garrosh mit Theramore gemacht hat, wissen wir alle. Und wer jetzt Jaina nicht mehr nachvollziehen kann, ich weiß nicht. Es geht ja auch nicht nur darum, was der Vater oder überhaupt was Garrosh gemacht hat, sondern dann auch noch die Sonnenhäscher, die sehr viel daran schuld sind, dass Jaina ausgerastet ist und sie umgebracht hat. Für Sir Lothar. Lothar! Oh ja. Lothar wurde von Ogrim Doomhammer getötet. Danach hat Turalyon Lothars Schwert ergriffen und ihn getötet. Wo ist der Paladin? Die Tür hier auch noch. Malada! Nee, Manada, der Heiler. Malada war ein anderer. Und Marat war noch ein ganz anderer. So, Admiral. Du gehst nun deinen letzten Stunden entgegen. Wie fühlt sich das an? Siehst du, wie alles hoffnungslos ist? Wie die Horde, die du einst kanntest, dich platt. Theramore und Admiral Plauken. Es ist vorbei. Haltet ein, Menschen. Vater, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Mehr als alles andere, Jaina, war er ein stolzer Krieger. Behaltet ihn als solchen in Erinnerung. Durotar ist jetzt sicher. Wir haben keinen Zwist mehr mit diesen Menschen. Wir verlassen eure Insel in Frieden, Jaina. Ich bete, dass wir nie wieder hierher kommen müssen. Lebt wohl, Zauberin. Ihr habt unsere Nation gerettet, Rexar. Das kann ich euch niemals vergelten. Werdet ihr mit uns nach Durotar zurückkehren und euch dort eine neue Heimat aufbauen? Ich werde stets Teil der Horde sein. Und ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht. Lebt wohl. Wohl wahr. Und wie Theramore in WoW aussieht und was in WoW damit noch passiert, zeige ich euch jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. So, und nun sehen wir Theramore in WoW. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich schon, aber trotzdem für die Leute, die WoW nicht spielen, muss das cool sein. Hoffe ich jedenfalls. Das hier ist Theramore, nachdem Admiral Portmore gefallen ist und die gute Horde den Krieg gegen ihn gewonnen hat.
Natürlich ist es kleiner als in Warcraft 3, aber trotzdem immer noch recht imposant, finde ich. Vor allen Dingen mit der Musik. Wenn man sich die vor allen Dingen jetzt anhört. Wunderbar. Hier ist der Hafen. Ein recht großer Hafen, da ja Tiramor dafür bekannt ist für seine Marine und ja, alles so, ne? Hier kann man, von diesem Hafen kann man nach das Sumpfland segeln, Hafen von Manthiel. Ist alles recht cool, ein kleiner Leuchtturm und ein Steg. Nachdem der Admiral tot war, hat die gute Lady Jaina Proudmoore den Turm wieder eingenommen, beziehungsweise Resident, da wohnt er jetzt. Wir können ihr mal einen Besuch abstatten, mit einer kleinen Hochelfen und meinen coolen Zwerg. Ich liebe Zwerge, die sind seit der neuen Erweiterung sowas von schön, beziehungsweise die Modelle so richtig genanntig, mit meiner coolen Hydra namens Magni. Ich frage mich, warum die so heißt. Kann ich nicht erklären. Ja, die Leute, die WoW spielen, wer und Allianz, wissen wahrscheinlich, wer Magni war. Hier sehen wir... Willkommen in Tiramor. Seid ihr gekommen, der Allianz zu helfen? Ich hoffe mal. Lady Jaina Prachtmeer, Herrscherin über Tiramor. Ich wollte immer nur studieren. Ich heiße euch willkommen in Tiramor. Ich heiße euch willkommen in World of Crashcraft. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ich wollte immer nur studieren. Ich heiße euch willkommen in Tiramor, Bramur. Ich entschuldige mich, dass ich so kurz angebunden bin und keine Zeit zum Plaudern habe. Aber meine Stadt hat nun mal Vorrang. Zu vieles bedroht unseren Lebensstil und den Zusammenhalt der Allianz. Ich muss stets nach Kräften Ausschau halten, die sich unserer Kontrolle entziehen, damit mein Volk weiterhin in Sicherheit und Zufriedenheit leben kann. Vielleicht haben wir später Zeit für einen Plausch. Natürlich. Ich setze mich so lange hier hin und erzähle den Zuschauern, was nach der guten Kampagne passiert ist. Und zwar hat der König von Sturmwind oder beziehungsweise überhaupt hat die Allianz der Horde sozusagen den Krieg erklärt, nachdem sie einen König oder beziehungsweise einen der großen Anführer der Allianz getötet hatte und vor allen Dingen den Anführer des zweitletzten großen Königreich getötet hatten, nämlich Großadmiral Dälen Prachtmeer. Dann stand nur noch Sturmwind und mit dem König Verien Vryn. Dieser, ich schätze mal, er und die hochrangigen Mitglieder der Allianz erklärten daraufhin der Horde wiederhin den Krieg. Und in Classic brach dahin der Krieg gegen die Horde erneut auf. Diese Kampagne war der Grund, warum die Horde und Allianz während des Beginns von während Classic Krieg führen. Tatsächlich wurde diese Kampagne auch extra nur dafür entwickelt, damit die Horde und Allianz wieder einen Grund zu kämpfen hatten. Wenn man das bedenkt, ist es auch schon ein bisschen traurig. Nee, weil in der Beta von WoW und in der Alpha, und diese sieht so krass aus, dieses Viech, waren die Allianz und Horde noch verbündet, aber sie wollten einen vernünftigen Plan für PvP haben und diesen haben sie bekommen, indem sie halt diese Bonuskampagne eingebracht haben. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen, die Bonuskampagne und auch mein Kommentierstil und überhaupt alles. Und ich zeige euch nun, was mit Tiramor passiert ist. Nach Cataclysm, nachdem Todesschwinge besiegt war und Garrosh Hüllschrei Krieg gegen die Allianz führte. Und damit herzlich willkommen in Tiramor. Die Musik ist unglaublich passend.
Nachdem Wars of the Lich King bekam der Anführer Garrosh Hillschrei das Oberkommando über die Horde. Während des Kataklysmus führte Varian Vryn, der Anführer der Allianz, und Garrosh Hillschrei, der Anführer der Horde, einen unerbitterlichen Krieg, der schließlich mit der Zerstörung Terramors, ich finde, einen ihrer Höhepunkte erreichte. In einem Buch wird das sehr gut erklärt. Er schmiss eine kleine Mana-Bombe, die sehr gute, Anzeichen sozusagen für eine Atombombe auf Terramor und tötete damit die gesamte Bevölkerung. Dabei starben unter anderem Ronin, der Zauberer, der Mann von Vereza und so weiter und noch viele andere Soldaten der Allianz. Und Jaina war die einzigste Überlebende. Dieser, die aus der Stadt rauskam. Ihr Haar wurde weiß und sie trachtete Garrosh Hillschrei nach dem Leben. In dem Buch wird gut erklärt, warum sie schließlich Ogrimmar nicht mit einer Attacke versenkt. Und ich weiß nicht, ich finde das immer so übertrieben, diese Bilder, finde ich herrlich. Ich liebe sowas. Und jetzt liegt es an euch. Hatte Dalen Portmore recht? Sind die Orks, oder beziehungsweise bestimmte Orks, ewig mit der Allianz befeindet? Wird die Horde ewig gegen die Allianz kämpfen, genauso wie jetzt in Ashran? Wird dieser Konflikt Horde gegen Allianz ewig bestehen? Natürlich wird er ewig bestehen aufgrund der PvP-Schaft, aber würdet ihr von der Story her sagen, dass es jemals wirklich einen Frieden geben könnte? Ist natürlich eine interessante Frage, wenn man sich das jetzt so überlegt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder in einem anderen Let's Play oder bei World of Warcraft. Vielleicht ein Let's Play dazu, vielleicht irgendein anderes Let's Play, obwohl es höchstwahrscheinlich World of Warcraft sein wird. Und damit sage ich dann erstmal Adieu. Ich hoffe, es hat euch gefallen.